Knapp 140.000 Unternehmen sind im vergangenen Jahr in Europa, nur mal zur Information, insolvent gegangen und haben natürlich, ja, dann notgedrungen auch die Insolvenz angemeldet. Das ist knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr und auch in Deutschland jagt derzeit leider eine Insolvenz die nächste. Denn die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie die Zinswende natürlich auch, haben die Zahl entsprechend bei Unternehmensinsolvenzen deutlich ansteigen lassen. Denn viele Unternehmen konnten diese gerade genannten Mehrfachbelastungen am Ende dann doch nicht mehr standhalten. Am stärksten ist übrigens von einer Zunahme der Insolvenzen betroffen, laut einer aktuellen Studie der Handel. Er verzeichnet übrigens ein Plus von 34,5%, gefolgt vom Baugewerbe nach unseren Recherchen mit 24,7%. Um knapp 20% erhöhten sich auch die Fallzahlen im Dienstleistungssektor, rund um die 13,1% im verarbeitenden Gewerbe. In Deutschland ist übrigens am stärksten das Baugewerbe auch betroffen, dicht gefolgt eben vom verarbeitenden Gewerbe. Dabei ist das Ende eben leider Gottes der Fahnenstange noch nicht absehbar. Genau aus diesem Grunde muss man sich auch als Investor, Sparer und Anleger auch immer wieder die Frage stellen, wie sicher bzw. wie sinnvoll ist ein Investment in einzelne Unternehmen, die vielleicht früher oder später aufgrund der weltweiten veränderten Lage und den damit verbundenen Entwicklungen vom Markt verschwinden oder auch eben, wie gesagt, Insolvenz anmelden müssen. Untersuchungen übrigens aus dem Hause McKinsey haben diesbezüglich auch mal folgende Ergebnisse herausgearbeitet, und zwar, dass die Hälfte aller börsennotierten Unternehmen eine Überlebensdauer von gerade mal knapp unter 10 Jahren haben. Das bedeutet natürlich auch, dass im Gegensatz zu den Unternehmen, ja, diese sehr dynamisch sind. Denn die Märkte schichten nämlich jedes Jahr etwa 20 bis 25% des Kapitals um, das sich ständig natürlich auch weltweit und branchenübergreifend nach attraktiveren Renditen suchen und auch suchen müssen, verständlicherweise. Die Unternehmen hingegen lagern jährlich nur 2 bis 6% ihres Kapitals übrigens um. Investiert man also langfristig in einzelne Unternehmen über Aktien oder auch vielleicht auch Anleihen, ist das insolvenzbedingte Ausfallrisiko das meiner Meinung nach dominante Risiko. Der Schlüssel zum langfristigen Finanzerfolg hingegen im aktuellen Marktumfeld liegt also ganz klar, rede ich immer wieder von der breiten Risikostreuung. Denn während jedes Einzelunternehmen einem ganz konkreten und mehr in der Zeit steigenden Insolvenzrisiko natürlich ausgesetzt ist, ist die Investition in einen Aktien-ETF beispielsweise oder in einen aktiv gemanagten Aktienfonds selbst keinem solchen immensen Insolvenzrisiko ausgesetzt. Denn diese passiven als auch aktiven Investitionsmöglichkeiten ändern ihre Zusammensetzung natürlich ständig. Deswegen kann ich Ihnen als Investor persönlich auch kurzfristig wirklich egal sein, welche Unternehmen in Europa, sorry, bankrott gehen, wenn Sie die richtige Anlagestrategie für sich ausgewählt und auch sehr diversifiziert umgesetzt haben. Denn ohne Wenn und Aber werden eine Vielzahl weiterer Unternehmensinsolvenzen in den nächsten Wochen und Monaten uns bevorstehen, die sich in Form der geopolitischen Entwicklung sich leider auch nicht kurzfristig ändern lassen. Welche Philosophie und Strategie ich in diesen Zeiten persönlich auch fahre, das habe ich für Sie unter anderem auch im kostenfreien Video-Mentoring in 8 kurzen Videos mal zusammengefasst. Den Zugang übrigens zu diesem Video-Mentoring und zum kostenlosen exklusiven Mitgliederbereich finden Sie hier eingeblendet auch nochmal. Also einfach mal draufklicken und sich anschauen. Und für all diejenigen, die sich natürlich jetzt auch mal fragen, ja, wie man seine Ersparnisse oder Geld aktuell am besten investieren sollte, denen hilft das hier links eingeblendete Video sicher auch weiter. Also auch einfach mal draufklicken und sich anschauen. Und bis dahin den Blick nach vorne. Wohlstand geht uns alle an. Alles Gute, Ihr Klaus Hoppe.